break. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. Ihr kennt vermutlich das Video von dem Einbau, war okay, jetzt habe ich noch mal eine Delle, 80 Euro, ein Kackbaum, ey. Du Kacke, hier hinten steht eine Bankverbindung, die habt ihr die ganze Zeit über nicht gesehen. Ich bin in einer Sackgasse und alle zwei Minuten fahren irgendwelche Autos hier durch, wie geht das denn? Mann, ey. Hallo zusammen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie der Titel dieses Videos lauten wird, aber ich vermute, er wird recht eindeutig und aussagekräftig sein. Das heißt, ihr werdet sofort wissen, worum es geht. Das Problem ist, dass auch meine Eltern mittlerweile geschnallt haben, wie YouTube funktioniert und auch geschnallt haben, wie man mich da findet. Das heißt, bei der nächsten großen Familienfeier, Weihnachten ist ja gar nicht mehr so weit, habe ich wieder ein Problem. Ach, guck mal, der Dummkopf. Ah, Mann, weißt du eigentlich, wie dumm dein Sohn ist? Hey. Ja, apropos dumm, wie komme ich zu der Aussage, beziehungsweise wie komme ich zu dem Wort dumm? Ich halte hier eine Liste in der Hand mit ganz, ganz vielen Positionen. Hinter jeder Position steht eine Zahl. Das sind alle Investitionen, die ich getätigt habe für dieses Auto. Nicht alle, aber ich sag mal, die meisten. Manche von euch werden diese Art von Video von mir bereits kennen, denn ich habe schon mal ein Video hochgeladen, wo ich einmal alle Kosten aufliste, inklusive des Kaufpreises dieser schönen Toilette hier. Und warum mache ich das nochmal? Ich mache das nochmal, weil zum einen einige Positionen dazugekommen sind und zum anderen habe ich ja vor 1, 2, 3 Videos mal gesagt, dass die Clubsport-Thematik für mich, du Scheißfliege, die Clubsport-Thematik für mich beendet ist. Das heißt, das Kapitel Clubsport ist zu Ende und ich finde, da kann man auch mal einen Kassensturz machen, weil alles, was ab jetzt kommt, gehört ja nicht mehr zum Bereich Clubsport. Lasst euch, oh, sorry, irgendwas ist hier komisch. Vorweg, für diejenigen, die neu in dem ganzen Motorsport-Ding sind, lasst euch nicht abschrecken von den Zahlen. Da sind wirklich viele Schwachsinnspositionen dabei. Einige Positionen, die, ja, wo ich teilweise doppelt zahlen musste, weil ich wollte ja, beziehungsweise ich habe viel rumprobiert, was Bremsen, Reifen etc. angeht, habe viel getestet, versucht da low-budget-mäßig irgendwie unterm Radar zu fliegen, bin ein paar Mal auf die Schnauze geflogen. Dazu gibt es Positionen, die wirklich nicht notwendig sind, damit euer Auto auf der Rennstrecke funktioniert. Siehe irgendwelche Alcantara-Geschichten und Carbon-Teile, wie auch immer, braucht ihr alles nicht. Also, ich werde nicht nochmal jede einzelne Position nennen mit der Summe dahinter, denn das habe ich in einem Video bereits gemacht. In dem Video ist rausgekommen, dass ich insgesamt investiert habe in dieses Fahrzeug 33.120 Euro. Das heißt, ich sage euch jetzt einmal schnell die einzelnen Stichpunkte, was zu diesen 33.120 Euro gehört und ab da machen wir dann weiter und gucken, wo wir landen, beziehungsweise ich weiß, wo wir landen und das ist nicht so gut für mich. Ja, also in den 33.120 Euro gehört der Kaufpreis, das Fahrwerk, geänderte Federn, Sitze, Reifen, Felgen, Stabis, PU-Buchsen, Bremsen, Stahlflexleitung, Domstrebe, Alcantara, Ton, Alcantara, Lenkrad, Lack im Interieur, Stehbolzen, Kali, ah ja, diese Kali-App-Geschichte mit Adapter, Carbon, irgendwelche Carbonteile, Kupplung, Einmassenschwungrad mit Einbau, diverse Achsvermessungen, Dichtungen, Filter, zwei Ölwechsel, Spurplatten, drei Sets, TÜV, dann diverse Kleinteile, 3D-Druck etc. für die Luft. Mann, streng dich an. Für die Bremsbelüftung. So. Eine zweite Stoßstange, da das eine Custom-Stoßstange ist, die wollte ich eigentlich nicht zersägen. Diverse Werkstattkosten und ein zweiter Motor. Hallo? Danke. Freue ich mich drüber. Dankeschön. Yay. Ja, das mache ich gerade. Ja, geil, läuft doch. Ja, läuft noch nicht so ganz, wie ich will, aber vielleicht bald. Ja, wenn ich mehr Player kriege, wird es ein Like von mir. Dankeschön.
Aber du brauchst mich nicht siezen, Alter. Ich bin keine 40. Danke, netter Typ. Genau, dann habe ich noch einen zweiten Motor und ein Getriebe als Ersatz im Regal liegen. So, da sind wir bei 33.120 Euro. Jetzt geht's weiter. Seitdem ist einiges passiert. Härtere Motor- und Getriebelager, 250 Euro. Differential- und Getriebeöl, 50 Euro. Carbon-Ankerbleche für die Bremsbelüftung, 250 Euro. Bügel plus Einbau. Ja, der Vichas-Bügel, ihr kennt vermutlich das Video von dem Einbau, war... Okay, jetzt habe ich nochmal eine Delle. 80 Euro. Ein Kackbaum, ey. Verdammt nochmal, ey. Bügel plus Einbau 1050 Euro, Gurte 300 Euro, Shortshifter plus Zoll, da das Ding aus dem Libanon kam, 570 Euro. Auch dazu gibt es ein Video, zu jeder Position gibt es eigentlich ein Video. Erneut TÜV, um die groben Sachen einzutragen, die sicherheitsrelevanten Sachen, Sitze, Gurte, Bügel etc. 750 Euro. Im zweiten Satz Allegrita 17 Zoll Felgen, 900 Euro, sind gerade nicht drauf, sind in der Garage, 900 Euro. Und dann habe ich noch diverse weitere Positionen, die ich aber hier nicht reinzähle, weil das sind wirklich Testpositionen, sage ich mal. Denn ich habe unterschiedliche Sets von Bremsscheiben getestet, unterschiedliche Bremsbeläge getestet. Das sind locker nochmal 1000 Euro, die ich wirklich versenkt habe. Die zähle ich jetzt hier nicht auf, denn naja, in der Regel haut man ja nicht drei Sätze Bremsscheiben pro Saison durch und zwei oder drei Sätze Bremsbeläge vorne und wie hinten. Das ist ja eigentlich nicht die Regel. Deswegen, wie gesagt, ich will euch da nicht abschrecken. Ich lasse die Dinger raus. Summa summarum sind wir derzeit bei 37.240 Schleifen. Ja. Und das ist wirklich nur fürs Auto und du Kacke, hier hinten steht eine Bankverbindung. Die habt ihr die ganze Zeit über nicht gesehen. Fast 40 Scheine stecken schon in dem Koffer. Wie gesagt, lasst euch davon nicht abschrecken. So müsst ihr das nicht machen. Ich habe wirklich viele Punkte gemacht, die nicht sein müssen. Ich habe viel rumprobiert, viel getestet, um jetzt im Endeffekt auch sagen zu können, was man braucht und was man nicht braucht. Und ja, dazu kommen halt echt noch die ganzen Trackday-Kosten. Da kommt noch Versicherung, Sprit, jeden Monat zwei, teilweise drei Trackdays. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich jetzt gerade aufhören sollte mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Anregungen habt, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Bis dann. Ciao. Hallo.